Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Unser Thema heute Mittag, der Verfassungsschutzbericht 2013. Unsere Gäste, Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière und der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Dr. Hans-Georg Maaßen. Herzlich willkommen. Herr Minister, Sie haben das Wort. Meine Damen und Herren, wir legen Ihnen heute den Bericht des Bundesamts für Verfassungsschutz des Jahres 2013 vor. Dieser Bericht dokumentiert die Bedeutung des Verfassungsschutzes als unverzichtbares Element unserer wehrhaften Demokratie. Der Verfassungsschutz dient dem Schutz der Verfassung, dem Schutz des Staates und dem Schutz der Freiheit und der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Der Verfassungsschutz ist das Frühwarnsystem, um Gefahren für unsere Verfassung, für unseren Staat, für die Freiheit und die Sicherheit unserer Bürger zu begegnen. Der Verfassungsschutz ist Nachrichtendienst und Informationsdienstleister. Seine Informationen dienen nicht alleine der Erfüllung staatlicher Aufgaben, etwa zur Verhütung terroristischer Anschläge. Sie zielen gleichermaßen auf die politische, auf die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit extremistischen Bedrohungen. Der Verfassungsschutz ist auch ein Element gesellschaftlicher Aufklärung. Seine Arbeit ist für unser Land unverzichtbar. Ich möchte zu einigen Bereichen einige einführende Bemerkungen machen. Zunächst zum Thema des Rechtsextremismus. Das rechtsextremistische Personenpotenzial ist, wie schon in den Vorjahren, leicht rückläufig und umfasste Ende 2013 rund 21.700 Personen. Stabil geblieben ist mit etwa 9.600 Personen die Zahl der gewaltbereiten Rechtsextremisten. Wir müssen deswegen feststellen, dass nahezu jeder zweite Rechtsextremist gewaltbereit ist. Ausgangspunkt ist die Hetze gegen diejenigen, die man dort als Feind bezeichnet. Dazu gehören politische Gegner, dazu gehören auch Fremde oder als fremd empfundene, Ausländer, Asylbewerber und andere. Das zeigt sich insbesondere an fremdenfeindlichen Gewalttaten. Sie sind 2013 gegenüber dem Jahr 2012 um etwa 20% angestiegen. Die fremdenfeindliche Gesinnung kommt in vielerlei Aktionen zum Ausdruck, etwa in Auseinandersetzungen um die Frage, wo soll ein neues Asylbewerberheim hin oder wie verhalten sich dort die Asylbewerber. Das sind Kristallisationspunkte für Rechtsextremisten, um ihre Hetze gegen die Menschenwürde und diese gegebenenfalls schutzbedürftigen Menschen voranzubringen. Wir erleben in der Szene einen Trend weg von festen Organisationen zu informellem Zusammenwirken, was die Sache aber natürlich nicht leichter macht. Ein Wort zur NPD. Hier soll man sich nicht täuschen lassen. Die NPD hat bei den Wahlen schlecht abgeschnitten. Die NPD hat einen Mitgliederverlust. Die NPD hat Finanzprobleme. Aber nach innen beschreibt sie den Schulterschluss mit gewaltbereiten Neonationalsozialisten. Zum Linksextremismus. Im linksextremistischen Spektrum ist das Personenpotenzial mit etwa 27.700 ebenfalls rückläufig, etwa 6%. Auch im gewaltbereiten Personenkreis sehen wir einen, wenn auch geringen, Rückgang. Dagegen haben wir einen Anstieg der Gewalttaten, der linksextremistischen Gewalttaten, und zwar um 26,7% gegenüber dem Vorjahr. Besonders besorgt mich, dass die Hemmschwelle sinkt. Gewalt gegenüber Polizistinnen und Polizisten, aber auch anderen Vertretern von, wie Sie sagen, der staatlichen Autorität, dass diese Hemmschwelle gesunken ist. Es gilt sogar für Rettungskräfte. Wir haben das zuletzt sehr eindrucksvoll erlebt bei den Auseinandersetzungen rund um die Rote Flora in Hamburg. Dort wurden mehr als 170 Polizisten durch über 4.000 gewaltbereite sogenannte Autonome verletzt. Wir können das nicht hinnehmen. Die Beobachtungen des Verfassungsschutzes müssen wir in Politik und in Debatten um die Anerkennung
der Polizeiarbeit umsetzen. Wir müssen mit allen Mitteln des Rechtsstaats gegen Gewalt, gegen Polizisten, Rettungskräfte und andere vorgehen. Und wir müssen es besser hinbekommen, dass es einen Konsens darüber gibt, dass Gewaltanwendung gegenüber Polizisten, die ihren Kopf dafür hinhalten, dass andere von ihrem Demonstrationsrecht Gebrauch machen können, etwas ist, was diese Gesellschaft nicht akzeptiert und nicht duldet. Wir haben auf der Innenministerkonferenz in der vergangenen Woche beschlossen, ein aktuelles Lagebild Linksextremismus erarbeiten zu lassen. Wir wollen ein genaueres Bild über den gewaltbereiten Linksextremismus haben und auch dort über Radikalisierungsprozesse. Für uns gilt der Verfassungsschutz, der Staat, Bürgerinnen und Bürger sollten auf keinem Auge blind sein, weder im Blick auf den Rechtsextremismus noch im Blick auf den Linksextremismus. Ein Wort zum islamistischen extremistischen Personenpotenzial. Das ist in einer Größenordnung von ungefähr etwas über 43.000 anzusiedeln. Das ist vor allen Dingen, wir erleben vor allen Dingen einen Zuwachs salafistischer Bestrebungen in Deutschland. Im Zentrum der Propaganda steht der Bürgerkrieg in Syrien. Wir sind besorgt über die sogenannten Reisebewegungen aus Deutschland und Europa nach Syrien. Wir sprechen von rund 2.000 Europäern und etwa 320 Personen aus Deutschland, die wir kennen. Es gibt darüber hinaus natürlich eine Dunkelziffer. Wir haben auch Rückkehrer und wir hatten die Sorge, dass diese Rückkehrer Anschlagsplanungen machen. Inzwischen wissen wir, dass diese Sorge mehr als berechtigt war. Aus einer abstrakten Gefahr von kampfbereiten Rückkehrern ist eine konkrete, tödliche Gefahr geworden in Europa mit Deutschlandbezug. Herr Maaßen wird das gleich im Einzelnen noch mal vortragen. Die Rückreisebewegungen gehen auch über Deutschland. Und deswegen besorgt uns diese Entwicklung sehr. Wir haben im Kreis der europäischen der Innenminister eine kleine Gruppe eingesetzt, die über entsprechende Konsequenzen berät. Und Anfang Juli wollen wir beim nächsten Treffen der Innenminister in Mailand darüber weiter beraten. Was kann man dagegen tun? Wir halten Vereinsverbote für ein wirksames Mittel. Das ist im Berichtsjahr mit dem salafistischen Verein Dawa FFM erfolgt. Wir haben auch 2014 ein nur sogenanntes Waisenprojekt als Verein verboten. In Wahrheit war es eine Finanzierungsquelle für den Terror und der Terrorunterstützung. Auch diese Vereinsverbote gelingen nur auf der Basis der auch verdeckten Arbeit der Nachrichtendienste. Und auch insoweit leistet der Verfassungsschutz eine unverzichtbare Arbeit. Der Verfassungsschutz in Bund und Ländern, aber insbesondere auch im Bund, worüber wir hier Auskunft geben, befindet sich in einem tiefgreifenden Reformprozess, auch als Ausfluss des NSU-Untersuchungsausschusses. Dort gibt es sehr viel mehr Veränderungen, als es bisweilen den Anschein hat, auf allen Ebenen und insbesondere auch im Bundesamt. Wir haben im Koalitionsvertrag auch gesetzliche Änderungen zur Reform des Verfassungsausschusses verabredet. Ich habe in der letzten Woche bei der Innenministerkonferenz zwischen Bund und Ländern darüber mit meinen Kollegen gesprochen. Wir haben die Eckpunkte erörtert. Es gibt dabei 4, 5, 6 besonders wichtige Themen, die zu besprechen sind. Wie ist die Zuständigkeit zwischen Bund und Ländern? Wie wird der Informationsaustausch verbessert? Wie ist der Umgang mit V-Leuten und einige andere Fragen? Wie verbessern wir die Analysefähigkeit? Wir haben uns vorgenommen, diese Arbeiten an dem Gesetzentwurf eng abzustimmen, weil es schon aufgrund der Vorgeschichte bei diesem sensiblen Thema nicht angemessen ist, einen öffentlichen Bund-Länder-Streit zu zelebrieren. Wir wollen bereits mit der Einleitung des Gesetzgebungsvorhabens da in den wesentlichen Punkten Einvernehmen haben. Wir sollten beim Schutz unserer Werteordnung nicht nur auf den Staat gucken und was er tut, sondern
Die Demokratie lebt von Demokraten und deswegen ist das, was wir hier vorlegen, nur, was den Extremismus im Lande angeht, eine Ausgangsbasis für eine gesellschaftliche Debatte. Wir sollten auf keinem Auge blind sein und wir sollten als ein Staat mit über 80 Millionen Einwohnern zuversichtlich sein, dass wir eine rechtliche und politische Auseinandersetzung mit etwas unter 100.000 Extremisten so in den Griff kriegen, dass davon keine ernsthafte Gefahr für unsere Demokratie ausgeht. Ein letztes Wort zur Spionageabwehr. Auch das ist eine wichtige Aufgabe, insbesondere auch durch neue Bedrohungen aus dem Internet. Auch das hat organisatorische und sonstige Konsequenzen. In meinem Haus sind die Umstrukturierungen in dem geeigneten Maße auch bereits veranlasst und erfolgt. Das ist im Bundesamt genauso, auch in anderen Behörden. Ich möchte in dem Zusammenhang nur sagen, dass wir insbesondere im Fokus von China und Russland sind. Das dürfen aktuelle Debatten nicht vergessen lassen. Wir vertreten selbstbewusst unsere Auffassungen und unsere Position im Blick auf alle, die hier an Regierungskommunikation und anderem interessiert sind. Und gleichzeitig vertreten wir offen und selbstbewusst die Auffassung, dass eine Zusammenarbeit mit unseren befreundeten Staaten und deren Nachrichtendienste für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes unverzichtbar ist. Es liegt beides im deutschen Interesse, die Belange der Spionageabwehr auch gegenüber befreundeten Staaten nachdrücklich zu vertreten und den relevanten Sachverhalten entschlossen nachzugehen und andererseits die erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Partnern zum Schutz der Menschen in Deutschland intensiv zu pflegen und fortzusetzen. Beides wird geschehen. Vielen Dank, Herr de Maizière. Herr Maaßen, bitte. Ja, danke schön. Meine Damen und Herren, der Verfassungsschutzbericht 2013 unterscheidet sich in einer Reihe von Punkten von früheren. Nicht nur, dass wir die Zahlen aktualisiert haben, sondern wir haben in diesem Bericht infolge der Modernisierung des Amtes auch einen Schwerpunkt auf die Analyse gelegt. Das heißt, wir beschränken uns nicht auf die Deskription dessen, was im vergangenen Jahr stattgefunden hat, sondern versuchen auch, Entwicklungstendenzen aufzuzeigen und Prognosen zu erstellen und phänomenübergreifende Betrachtungen anzustellen. Zum Beispiel phänomenübergreifende Betrachtung ist die Frage des Internets 2.0. Wir haben festgestellt, dass in einer Reihe von Phänomenbereichen, schwerpunktmäßig natürlich im islamistischen Phänomenbereich in den vergangenen Jahren, die Internetarbeit schwerpunktmäßig über sogenannte Medienstellen, zum Beispiel von Al-Qaida, erfolgt sind. Jetzt haben wir festgestellt, dass diese Medienstellen in der Wahrnehmung ihrer Szene der Dschihadisten mehr und mehr in den Hintergrund getreten sind und das authentische Erleben der Dschihadisten, der sogenannten Dschihadisten oder Mujahedin, über verschiedene soziale Netzwerke im Vordergrund ist, wie wir es derzeit auch sehen in Syrien oder an anderen Schauplätzen, wo nahezu stundenaktuell Erlebnisse, Fotos und Beschreibungen eingestellt werden. Das ist eine neue Erkenntnis, die wir in den letzten Monaten feststellen konnten, die zum einen den islamistischen Phänomenbereich betrifft, aber wir auch in den anderen Phänomenbereichen feststellen können. Entwicklungstendenzen haben wir phänomenübergreifend auch festgestellt, mit Blick eben auch auf die Verzahnung von Realwelt und virtueller Welt. Bei mir im Amt wird jetzt auch schon nicht mehr unterschieden zwischen denjenigen Leuten, die einen Phänomenbereich im virtuellen Bereich bearbeiten und denen in der Realwelt, weil beides heute nicht mehr zu trennen ist. Personen, die in der Realwelt beobachtet werden, posten auch ihre Erkenntnisse, ihre Erlebnisse im Internet. Und natürlich muss man sich das auch anschauen, sodass wir es mit einem engen Zusammenspiel aus Internet und Realwelt zu tun haben. Ein weiterer Punkt sind die Wechselwirkungen der jeweiligen Phänomenbereiche. Im vergangenen Jahr haben wir ein Symposium durchgeführt zum Thema Wechselwirkungen der Extremismen. Wie reagiert der Rechtsextremismus auf den Staat?
und stärker werdenden Salafismus oder wie reagieren Rechtsextremisten auf Linksextremismen und umgekehrt und wie sind die Aufschaukelungsbewegungen. Wir haben dazu im letzten Jahr ein umfangreiches eintägiges Symposium durchgeführt und haben auch im Verfassungsschutzbericht deutlich gemacht, dass dies eine Tendenz ist, die wir, denke ich mir, auf unabsehbare Zeit auch noch in Zukunft feststellen werden. Im Bereich Rechtsextremismus haben wir als Entwicklungstendenz ausmachen können, dass Parteiformen durchaus als Auffangbecken von Rechtsextremisten gesehen werden, insbesondere wenn es darum geht, dass Organisationen verboten werden, versuchen Rechtsextremisten unter das, man könnte sagen, sichere Dach von Parteien zu schlüpfen. So haben wir es festgestellt im Zusammenhang mit den Verbotsverfahren in Nordrhein-Westfalen, mit Blick eben auf Kameradschaft Dortmund, Hamm oder Aachen. Die Leute, die dort in den Kameradschaften tätig waren, haben wir kurze Zeit später finden können im Landesverband der Partei Die Rechte. Das bedeutet, dass das Parteienprivileg nach Artikel 21 auch von Teilen der rechtsextremistischen Szene wahrgenommen wird, um unter dieses Dach schlüpfen zu können. Ähnliches haben wir jetzt schon ausgemacht mit Blick auf diese neue Kleinstpartei, der dritte Weg, die erst vor kurzem gegründet worden ist und die mutmaßlich auch von der rechtsextremistischen neonazistischen Szene als mögliches Auffangbecken gesehen wird. Die Zunahme der hohen Zahl an Asylsuchenden im vergangenen Jahr in Deutschland hat auch dazu geführt, dass die NPD und andere rechtsextremistische Organisationen Ängste in der Bevölkerung versucht haben zu instrumentalisieren für ihre eigenen Zwecke, um dadurch auch Anschluss zu finden an öffentliche Diskussionen und Diskurse. Deutlich wurde, dass in dem von der NPD kamoufliert, kann man sagen, Demonstrationen organisiert wurden gegen Asylbewerberheime, an denen dann auch Bürgerliche mitgewirkt hatten, die allerdings nach relativ kurzer Zeit feststellen konnten, dass hinter diesen sogenannten Bürgerbewegungen, die die Demonstration organisierten, in Wirklichkeit die NPD steckte. Wir haben auch im Bereich Rechtsextremismus festgestellt, dass die NPD, aber auch andere Organisationen, man kann fast sagen, verzweifelt Vorbilder im Ausland suchen, um anhand dieser Vorbilder Anschluss zu finden, auch an eine Art Anerkennung in Deutschland, aber auch über Deutschland hinaus. Beispielsweise sind das die Morgenröte in Griechenland, aber auch rechtsextremistische Bewegungen in Westeuropa. Im Bereich des Linksextremismus haben wir als Entwicklungstendenz ausgemacht, gerade mit Blick eben auf die gewalttätige Demonstration, die der Herr Minister angesprochen hat am 21. Dezember in Hamburg, dass dort versucht wird oder dass es zumindest die Strömung gibt, zu versuchen, die Gewaltspirale mit Blick eben auf die Polizei so weit zu drehen, dass die Polizei quasi in Notwehr nicht mehr umhin kann, unmittelbaren Zwang einzusetzen, um dann aus dieser Situation als gewaltorientierter Linksextremismus sagen zu können, jetzt hat sich der Staat demaskiert und jetzt zeigen wir es erst recht und jetzt stärken, wenden wir noch weiter Gewalt an. Das ist eine Erkenntnis, die wir aus dieser Demonstration, gewalttätigen Demonstration erlangt haben, aber auch aus anderen linksextremistischen Veranstaltungen. Mit Blick auf den islamistischen Terrorismus kann ich feststellen, dass der derzeit für uns die größte Bedrohung für die innere Sicherheit darstellt, jedenfalls im terroristischen Phänomenbereich. Ich möchte nur erinnern, das ist vielleicht schon fast in der Vergessenheit geraten, dass wir vor vergangenen Dezember, kurz vor Weihnachten in Bonn, einem versuchten Anschlag nur knapp entgangen sind. Es war in der Vorweihnachtszeit. Und wenn dieser Anschlag geglückt wäre, wären mit Sicherheit sehr viele Menschen zu Schaden gekommen. Das heißt also, Deutschland ist nicht weit entfernt vom Terrorismus. Wir sind weiterhin Ziel von Anschlagsplanungen. Es gab die Planung eines Anschlags gegen den Pro-NRW-Vorsitzenden Beisicht. Es gab den vollendeten Anschlag auf dem Frankfurter Flughafen vor einigen Jahren. Und wir sehen uns der Situation auch ausgesetzt, dass weit über 320 junge Menschen aus Deutschland nach Syrien gereist sind, dort aufgrund dieses Kampfgeschehens möglicherweise verroht, brutalisiert werden, Erfahrungen gemacht haben im Töten von Menschen,
Und wir haben eben die große Sorge, wenn diese Personen nach Deutschland zurückkehren, dass dies eben eine erhebliche Gefahr für die Sicherheit dieses Landes darstellen kann. Wir haben bei dem Anschlag in Brüssel vor einigen Wochen festgestellt, dass dies ein derartiger Fall war. Ein junger Mensch, der aus Frankreich nach Syrien gereist war, an Kampfhandlungen teilnahm, dann von Syrien über mehrere Länder nach Deutschland gereist war, auf dem Flughafen in Frankfurt ankam und dann in Brüssel einen Anschlag begangen hatte. Am vergangenen Wochenende ist es uns gelungen, die Einreise eines weiteren Syrien-Rückkehrers französisch-algerischer Staatsangehörigkeit zu verhindern. Diese Person war von Frankreich aus nach Syrien gegangen, war da in Kampfhandlungen mutmaßlich verwickelt gewesen. Durch den Hinweis eines ausländischen Nachrichtendienstes war es uns möglich gewesen, die Bundespolizei so vorzubereiten, dass sie die Einreise dieser Person verhindern konnte. Es war aus meiner Wahrnehmung ein großer Erfolg. Die Person konnte festgenommen werden. Ein Haftbefehl ist gegen diese Person erlassen worden. Das macht deutlich, wie drängend diese Situation ist und dass wir zu Recht Sorge haben müssen, dass es Rückkehrer gibt, die wir nicht auf dem Radarschirm haben, wo unsere guten Partner im Ausland uns mal keinen Hinweis geben und dass diese Leute nach Deutschland einreisen und möglicherweise in Deutschland oder in anderen Staaten Anschläge begehen könnten. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass die Situation auch in Syrien aus unserer Wahrnehmung eine deutlich andere ist als vor einigen Jahren in Afghanistan und in Pakistan. Es gab auch Ausreisen dorthin, auch in großer Zahl. 80 bis 90 Personen sind dorthin ausgereist. Allerdings war die Situation insoweit eine andere, als dass wir den Eindruck hatten, die Leute, die dorthin ausgereist sind, hatten wir auf unserem Radarschirm. Es waren die Leute, die wir eigentlich kannten im Rahmen der Listung des islamistischen Personenpotenzials. Heute stellen wir fest, dass junge Leute sich in Deutschland ohne Kenntnis der Sicherheitsbehörden radikalisieren. Sie werden angesprochen bei Koranverteilaktionen. Ich würde sagen, sie werden angefixt bei Spenden und Benefizveranstaltungen für Syrien, gelangen dann in die Hände der Rekruteure und landen dann in Syrien. Und in einigen Fällen haben wir dann erst durch Mitteilungen von ausländischen Diensten erfahren, dass Deutsche, die wir gar nicht kannten, dort ums Leben gekommen sind oder dass sie da in Kampfhandlungen verwickelt sind. Das ist ein deutlicher Unterschied zu der Situation vor einigen Jahren in Afghanistan, Pakistan. Noch eins möchte ich hinzufügen und anknüpfen an das, was ich eingangs sagte, das Internet. Nämlich das Internet spielt für Syrien eine ganz andere Rolle als für Afghanistan, Pakistan. Hier schildern junge Leute stundenaktuell, was sie da erleben, in euphorischer Stimmung, posten Bilder, teilweise grausamste Bilder von Hinrichtungen, von abgeschlagenen Köpfen, wie Sie es vor einigen Wochen ja in Zeitungen auch in Deutschland gesehen haben. Das kommt bei einigen Jugendlichen an. Bei vielen stößt das natürlich auf Widerwillen, Ablehnung. Aber wenn Sie sich allein die Likes anschauen und die Verlinkungen mit derartigen Bildern, ist das letztendlich schreckenerregend, weil dies natürlich auch deutlich macht, dass ein Potenzial in Deutschland da ist, das bereit ist, sich radikalisieren zu lassen und das auch bereit ist, möglicherweise auch in den Kampf nach Syrien zu gehen. Und ich möchte abschließen auch mit dem Hinweis, dass auch nach unserer Wahrnehmung, solange der Syrien-Konflikt so weitergeht, wie er geht, wir auch damit rechnen müssen, dass weiter junge Menschen aus Deutschland nach Syrien gehen. Wir allerdings in Zusammenarbeit mit der Polizei und den Ländern das Bestmögliche tun, um derartige Ausreisen, so gut es geht, zu verhindern. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Maaßen. Wir kommen zu Fragen. Es beginnt der Kollege Möhle. Ja, Holger Möhle, Bonner Generalanzeiger. Frage an beide Herren zum islamistischen Extremismus. Das Milieu um die König-Fahd-Akademie in Bonn-Bad Godesberg gilt als eine Hochburg der Salafisten. Wie gefährlich schätzen Sie derzeit diese Szene ein? Geht von dort konkret aktuell eine Anschlagsgefahr aus? Und sind aus dieser Szene aktuell oder in den zurückliegenden Monaten Aktivisten nach Syrien gegangen? Und dann noch an Sie, Herr de Maizière, der Bremer Innensenator hat jetzt gefordert, Syrienkämpfern die Rückkehr nach Deutschland zu verweigern, deutschen Syrienkämpfern. Wie stehen Sie dazu? Ich fange mal an und mit der ersten Frage mache die zweite Frage gleich und dann bitte ich Herrn Maaßen, das zu konkretisieren. Wir haben hier das Phänomen, Herr Maaßen hat darauf hingewiesen, dass wir eine sehr rasche Radikalisierung haben, die oft nur wenige Monate dauert.
Diejenigen, die das sind, sind sogar inzwischen etliche junge Frauen dabei, haben alle möglichen Profile. Es sind Deutsche dabei, es sind Deutsche mit einem zweiten Pass dabei, es sind Asylbewerber dabei, es sind Geduldete dabei. Es gibt, man kann nicht sagen, es ist nur ein bestimmter Menschentyp, der dafür ansprechbar ist. Jedenfalls nicht, was den Status angeht. Und es gibt auch verschiedene Rekrutierungsformen. Das Internet hat dermaßen hingewiesen. Es gibt auch rund um bestimmte Moscheen gibt es entsprechende Radikalisierungsprozesse. Eins ist aber klar, dass der größte Anteil der Radikalisierungsprozesse rund um das salafistische Umfeld geschieht. Und deswegen ist das etwas, was uns besorgt. Und die Salafisten insgesamt natürlich auch in den Blickpunkt der Beobachtung der Sicherheitsbehörden führt. Zu Bonn bitte ich, oder Bonn und Umgebung bitte ich Herrn Maaßen speziell etwas zu sagen. Was die Frage jetzt von Aus- und Wiedereinreise angeht, so haben wir auch darüber bei der letzten Innenministerkonferenz gesprochen. Und wir haben eine Gruppe eingesetzt, die alle rechtlichen Möglichkeiten prüft, gegebenenfalls auch durch Rechtsänderungen, um das Thema Ausreise oder Wiedereinreise regeln zu können. Ich habe nicht ohne Grund eben auf den unterschiedlichen Status hingewiesen. Wenn wir einen deutschen Staatsbürger haben, der aus dem Ausland kommt und nach Deutschland wieder einreisen möchte, ist es rechtlich ziemlich kompliziert, ihn an der Wiedereinreise zu hindern. Und es sei denn, wir haben den Hinweis auf einen Straftatbestand, Beteiligung an einem Ausbildungslager und alles das, da müssen wir natürlich eine entsprechende Beweislage haben. Und ähnlich kompliziert ist es bei der Ausreise von deutschen Staatsbürgern. Gleichwohl versuchen wir, die rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen und prüfen weitere Möglichkeiten. Aber aus guten verfassungsrechtlichen Gründen ist es eigentlich normal, dass deutsche Staatsbürger aus- und einreisen dürfen. Und deswegen ist es keine leichte Übung, keine leichte Frage, dass tatsächlich hinzubekommen, rechtsstaatlich vernünftig. Die Forderung ist schnell erhoben, es umzusetzen, ist kompliziert. Bonn. Ich mag das zu Bonn noch ergänzen. Es gibt einige, wir sagen, Hotspots der salafistisch-islamistischen Szene in Deutschland. Und der Köln-Bonner Raum gehört mit Sicherheit dazu. Da stellen wir eine hohe Zahl von Salafisten fest. Der nordrhein-westfälische Innenminister und der dortige Verfassungsschutzchef haben mir vor einigen Wochen noch darauf hingewiesen, dass die Zahl der Salafisten in Nordrhein-Westfalen gerade in diesem Bereich in den letzten Monaten noch einmal deutlich zugenommen hat. Das führt auch dazu, dass die Gesamtzahl der Salafisten in Deutschland innerhalb von wenigen Monaten von 5.500 auf 6.000 angestiegen ist, wegen eben dieser hohen Zahl oder des Zuwachses im Köln-Bonner Raum. Hintergründe sehe ich nicht im kann ich nicht verbinden mit der König-Facht-Akademie, sondern mit Einzelpersonen, die irgendwann mal nach Bonn oder beziehungsweise nach Köln gezogen sind. Und diese charismatischen Einzelpersonen scharen ihre Anhänger um sich und bilden dann, muss man sagen, den Nukleus für diese salafistische Szene dort. Wir haben etwas Ähnliches vor Wochen in Wuppertal festgestellt, wo der, denke ich, Ihnen allen geläufige Name Pierre Vogel hat dort eine Moschee gegründet und innerhalb kurzer Zeit nach unserer Erkenntnis hat er auch eine ganze Reihe von Anhängern in dieser Moscheegemeinde um sich geschart. Und dies könnte aus unserer Wahrnehmung auch wieder ein Hotspot werden. Zur Frage Anschlagsgefahr. Wir haben keine Hinweise auf konkrete Anschlagsplanungen in Deutschland, auch nicht für den Köln-Bonner Raum. Wir sagen, dass die abstrakte Gefahr hoch ist und sie hängt natürlich auch immer wieder ab von der Zahl der Reisebewegungen aus dem Ausland auch nach Deutschland. Darf ich auch noch eine Ergänzung machen? Nach allem, was wir wissen, ist der Anschlag in Brüssel auch von einem Einzeltäter begangen worden. Und Anschlagsplanung von Einzeltätern rauszukriegen, ist komplizierter, als wenn es ein Netzwerk ist und mehrere. Deswegen ist die Vorbereitung, die Verhütung solcher Anschläge besonders kompliziert, wenn einzelne
sich berufen fühlen, etwas alleine durchzuführen. Frau Lau. Wenn ich darf, dieser zunehmende Hass auf Uniformen, haben Sie dafür eine Erklärung? Die zweite, die NSA-Affäre kommt jetzt hier sehr kursorisch vor. Ich habe jetzt nur die Kurzzusammenfassung gelesen. In diesem Zusammenhang geraten ja auch immer wieder deutsche Dienste in die Kritik. Was ist da Ihre Reaktion drauf? Zur ersten Frage, die, sagen Sie schnell noch das Stichwort, war schon Uniform. Bei NSA gelandet, bei Uniform. Es ist sogar möglicherweise noch etwas komplizierter. Es sind einerseits Uniformträger, also auch Rettungssanitäter. Aber wir haben es auch weniger jetzt mit Gewalt, aber doch mit Ruppigkeiten und verbalen Unflätigkeiten gegenüber auch sonstigen Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu tun. In Ausländerbehörden, Sachbearbeiter bei Behörden der Grundsicherung. Und da ist etwas eingerissen, was nicht in Ordnung ist. Das sind Frauen und Männer, die sind im öffentlichen Dienst, wie der Name so schön sagt. Und sie sollten, sie machen ihre Arbeit und dafür nicht beschimpft werden. Selbst wenn sie unangenehme Dinge zu tun haben. Das ist Teil ihrer Aufgabe. Wir können nicht genau einschätzen, wie groß diese Dimension ist. Ich erwäge deswegen, das vielleicht mal mit einer Studie mehr genauer anzugucken. Gegebenenfalls mit Ländern zusammen. Ja, aber das ist jedenfalls eine eher besorgniserregende Entwicklung, von der wir durch einzelne Berichte hören, dass sie zugenommen haben könnte. Aber ich möchte es gerne genauer wissen, um dann auch entsprechend Strategien dagegen zu entwickeln. Ja, was das Thema NSA angeht, dazu ist viel gesagt worden. Dazu gibt es jetzt heute nichts Neues zu sagen. Die Bundesregierung hat ihre Stellungnahmen abgegeben. Ich war in Amerika, die Kanzlerin war in Amerika, es gibt den Cyberdialog, mein Kollege kommt, wir haben den Untersuchungsausschuss, all das wird bearbeitet und wir haben das deswegen heute nicht weiter vorgetragen, weil es nichts Neues mitzuteilen gibt. Herr Decker. Ja, eine Frage an Sie beide. Sie sprachen eben von der Ausreise deutscher Kämpfer nach Syrien und Sie sprachen in dem Zusammenhang eigentlich nur um die Bemühungen deutscher Stellen, diese Ausreise zu verhindern und auch die Wiedereinreise unter Umständen, in denen das möglich ist, zu verhindern. Die Rolle der Türkei ist von Ihnen beiden gar nicht thematisiert worden. Herr Maaßen, Sie selber haben aber vor ein paar Wochen in einem Interview gesagt, dass es da eigentlich Verbesserungsbedarf gibt. Und Experten bestätigen das. Können Sie dazu ein bisschen was sagen? Ja, wir haben das indirekt gesagt durch das Thema Zusammenarbeit mit Diensten. Zunächst will ich gerne, um ein Missverständnis vorzubeugen, es handelt sich eben nicht nur, aber auch um deutsche Staatsbürger, sondern es sind Ausreisen aus Deutschland in dem ganzen Spektrum. Und vermutlich auch nicht nur derer, die in Deutschland wohnen. Wenn die Rückreisebewegung dieses Franzosen über Deutschland dann nach Frankreich gegangen ist mit einem Anschlag in Belgien, spricht viel dafür, dass wir auch Rückreisebewegungen haben, die über Belgien nach Deutschland gehen oder über Italien nach Deutschland oder von Deutschland nach Italien. Deswegen ist der Informationsaustausch mindestens mal der Nachrichtendienste der Europäischen Union zwingend geboten. Das haben wir auch verabredet. Was die Zusammenarbeit mit anderen Diensten angeht, in dem Fall die Türkei, so ist in der Tat das für uns von großer Bedeutung. Es gibt kein bilaterales Gespräch, wo das nicht angesprochen wird, auf allen Ebenen. Es gibt da unterschiedliche Erfahrungen. Es gibt viele Ausreisebewegungen aus der Türkei. Der Fall vom letzten Wochenende war aus Istanbul. Der Fall des Franzosen, der dann in Brüssel den Anschlag gemacht hat, der kam wiederum über Asien, interessanterweise. Das liegt, weiß nicht, ob Herr Maaßen mehr weiß, das sind die Flugbewegungen besonders billig, die Flugpreise sind da billig und die Kontrolle aus den Staaten ist auch verbesserungsfähig, kann auch eine Rolle spielen. Man muss ja erstmal von Syrien nach Kuala Lumpur kommen. Das muss ja auch mal machen.
So, von daher müssen wir alles in den Blick nehmen, auch die Zusammenarbeit mit dem türkischen Nachrichtendienst. Und auch wenn uns manches in der Türkei nicht gefällt und wir das auch offen gegenüber der Türkei sagen, so ist für uns die Zusammenarbeit auf rechtsstaatlicher Basis, nach den Maßstäben, die wir für geboten halten, auch mit dem türkischen Dienst für uns sehr wichtig. Zusatz? Wäre es denn grob gesprochen nicht auch denkbar, dass die Türkei die Grenze einfach dicht macht? Und wäre das eine Erwartung, die Sie im besten Falle hätten? Wenn jemand von Istanbul nach Deutschland fliegt, dann ist das Problem nicht gelöst, wenn die Türkei die Grenze dicht macht. Die Türkei hat im Blick auf illegale Migration relativ viel gemacht, im Verhältnis zu ihrer Grenze nach Griechenland. Aber den Flugverkehr wird man ja nicht einstellen, sondern da kommt es insbesondere auf die Informationen an. Wollen Sie noch ergänzen? Also wie der Minister schon sagt, die Zusammenarbeit in dem Problembereich mit ausländischen Nachrichtendiensten ist ganz entscheidend. Die deutschen Nachrichtendienste alleine können das Problem nicht lösen. Und da muss man auch die gesamte Balkanroute sehen. Es gibt ja auch sehr viele PKW-Verbindungen in die Türkei und nach Syrien. Und auf dieser langen Wegstrecke dorthin muss auch eine enge Zusammenarbeit mit den Partnerdiensten stattfinden. Die Türkei ist natürlich ein ganz wichtiger Partner, wenn man spricht von über 320 erkannten Ausreisen in Richtung Syrien, hat der weit überwiegende Teil stattgefunden, dann über die Türkei. Ich orientiere mich immer an den Ergebnissen, muss ich sagen. Ergebnis ist, dass es zu viele Ausreisen in Richtung Syrien waren. Mir wäre es am liebsten, wir hätten keine einzige Ausreise. Und von daher denke ich mir, kann man noch einiges tun und kann die türkische Seite auch noch einiges tun. Herr Kollege. Christian Rode, ZDF. Ich habe zwei Fragen, eine an Herrn Maaßen und eine an den Minister. Herr Maaßen, der BND hat ja, Sie sprachen von Internet 2.0 und der Möglichkeit des Internets und was sich da alles abspielt. Der BND hat ja gerade vom Haushaltsausschuss Millionen bekommen, um das Internet im Ausland systematischer zu überwachen. Wäre es nicht sinnvoll, wenn auch der Verfassungsschutz im Inland Facebook, Twitter und Ähnliches intensiver, systematischer überwacht als bisher? Sie sind ja auf der Suche nach Mitarbeitern, die Ähnliches können. Können Sie dazu mehr sagen? Und die zweite Frage an den Minister. Sie sprachen von abstrakter Bedrohung. Sie sind ja ein Freund der unabhängigen Überwachung. In Amerika gab es ja immer wieder Zahlen und die Rechtfertigung, dass anders unabhängige Überwachung und Datenspeicherung Menschenleben gerettet hat. Ihr Vorgänger war sich da nicht so sicher, wie viele das waren. Können Sie mich da auf den aktuellen Stand bringen in dieser Sache? Also das eine, was Internet 2.0 angeht, ist die systematische und automatische Beobachtung, kann man sagen, von sozialen Netzwerken. Das machen wir nicht. Aber wir machen das, was viele von Ihnen auch machen. Wir schauen uns dann natürlich Facebook-Profile von bestimmten Personen, die wir auf dem Radarschirm haben in der Realwelt, schauen wir uns dann auch in der virtuellen Welt an. Oder wir schauen uns Twitter-Account von ISIG, vom Islamischen Staat von Irak und Großsyrien, schauen wir uns auch an. Die haben einen eigenen Twitter-Kanal. Wir schauen uns da natürlich auch an, was zum Beispiel unsere deutschen, wenn ich das so sagen darf, Dschihadisten in Syrien über diesen Kanal posten. Das machen wir also derzeit schon. Wir machen das mit unserem Personal, das wir haben. Wünschenswert wäre mehr, aber Sie haben bestimmt Verständnis dafür, dass ich meine Wünsche gegenüber dem Minister und dem Haushaltsausschuss des Bundestages äußere. Ich will noch ergänzen, dass die Rechtsgrundlage zur Beobachtung von Kommunikationsnetzwerken zwischen Auslandsaufklärung und Umgang im Inland total anders ist. Deswegen der Sachverhalt gar nicht vergleichbar ist. Zur Frage der Mindestspeicherfristen und dem Umgang damit, so ist das natürlich eine raffinierte Frage, die Sie stellen. Eine Beweisführung, wie viel Anschläge hätte man verhindert oder Mord oder Vergewaltigung, hätte man ein zusätzliches Aufklärungsinstrument, ist gar nicht möglich. Aber das BKA und viele andere haben ja schon viele Hinweise darauf gegeben. Die Positionen hierzu sind bekannt, die politische Lage ist auch bekannt und ich will heute die Debatte mit einer Stellungnahme von mir nicht zusätzlich befeuern. Bitte schön. Ulrich Stoll vom ZDF. Herr Dr. Maaßen, Sie haben auf Seite 335 in Ihrem Bericht geschrieben, Sie haben seit dem Sommer 2013 eine Sonderauswertung zur möglichen Spionage durch die US-Dienste
eingeleitet. Bisher ist ja die Bundesregierung immer abgeblitzt, und auch Sie, wenn Sie was wissen wollten über die Aktivitäten der US-Geheimdienste in Deutschland. Was haben Sie denn erreicht jetzt und herausgefunden in diesem Jahr Sonderauswertung? Also in dem Bericht stellen wir dar, was wir an Erkenntnissen haben und was letztendlich auch gerichtsfest ist. Sie müssen sich vorstellen, gegen unseren Verfassungsschutzbericht wird ab und an auch Klage erhoben. Deswegen haben wir uns nicht gestützt auf Mutmaßungen und Spekulationen, die in den Medien wohl gebracht werden dürfen, aber nicht im Verfassungsschutzbericht. Deswegen sind die Aussagen zum Thema NSA auch sehr prägnant, würde ich mal sagen. Die Sonderauswertung, die wir im vergangenen Jahr eingerichtet haben, zum Thema technische Aufklärung durch westliche Dienste, hat bislang keine Erkenntnisse gebracht, dass westliche Dienste in Deutschland gegen deutsches Recht Spionage betreiben. Es gibt ja in Deutschland ein gutes Dutzend und mehrere Dutzend von Firmen, die im Bereich analytische Dienstleistungen akkreditiert sind und für die US Army hier in Deutschland tätig sind, also sogenannte Contractors. Was wissen Sie denn über deren Tätigkeiten gegen deutsche Bürger? Also wir haben keine Erkenntnisse, dass die Contractors Tätigkeiten gegen deutsche Bürger vornehmen. Diese Contractors werden meines Wissens im Rahmen des Akkreditierungsverfahrens durch das Auswärtige Amt, das heißt durch die Bundesregierung, dann auch akkreditiert, zur Kenntnis genommen, dass sie für die US-Streitkräfte in Deutschland arbeiten. Wie gesagt, ich habe keine Erkenntnisse, dass sie gegen deutsche Interessen in Deutschland tätig sind. Kleiner Zwischenstand. Ich habe jetzt noch 12 Wortmeldungen für 19 Minuten. Die nächste kommt von Herrn Wonka. Herr Minister, die Dienste haben ja katastrophale Monate hinter sich. Mich interessiert die Stichwort NSA und NSU. Mich interessiert die Leistungsfähigkeit und die Motivation der Mitarbeiter der Dienste, über die Sie einen Überblick haben. Würden Sie sagen, die Mitarbeiter haben den Tiefpunkt ihrer Leistungsunfähigkeit überwunden und sind jetzt sozusagen wieder dabei, ihre optimale Leistung zu erbringen, oder wirken solche Skandale und Berichterstattungen noch nachhaltig nach? Und an Herrn Maaßen die konkrete Frage, weil ich es jetzt auf die Schnelle nicht gefunden habe: An welcher Stelle finde ich denn Einträge über die Gefährdung der Verfassung durch die Partei Die Linke in Ihrem Bericht? Ich will jetzt mal zu dem Sachverhalt etwas sagen und nicht zu den Resonanzschichten, die Sie in Ihrer Frage haben anklingen lassen. Und ich will mich auch nicht zu der Motivation anderer Dienste äußern, denn das Innenministerium ist nicht für die Koordinierung der Dienste zuständig, sondern aus guten Gründen ist die Zuständigkeit für die Dienste in Deutschland seit vielen Jahrzehnten aufgeteilt, und ich bin zuständig für das Bundesamt für Verfassungsschutz. Da ist es so, das ist ja kein Geheimnis, dass das Thema NSU für die Behörden des Bundes und der Länder ein tiefer Einschnitt war. Und das ist ja auch durch alle Untersuchungsausschüsse, es gibt ja jetzt auch noch einige in den Ländern, entsprechend von den Verfassungsschutzbehörden selbst und auch deren Präsidenten, wie ich finde, in einer bemerkenswert schnörkellosen und klaren Selbsteinschätzung gesagt worden. So, daraus sind aber Konsequenzen gezogen worden. Nicht nur personell, sondern auch strukturell. Umstrukturierungen, Kulturveränderungen und Mentalitätsveränderungen, das geht alles nicht über Nacht, aber es ist sehr viel geschehen. Wir arbeiten an entsprechendem Gesetz, aber Herr Maaßen hat ein großes Reformprojekt mit ganz vielen Einzelprojekten in Gang gesetzt, um dort zu Veränderungen zu kommen. Das hat dann auch zu tun mit dem Thema Technik, Cyber und Spionageabwehr, einschließlich des Gesamtthemas NSA. Und ich glaube, dort ist mehr in Gang gekommen, als zum Teil wahrgenommen wird. Ich habe auf der Innenministerkonferenz vorgeschlagen, dass wir im Herbst mal ein Gespräch machen zwischen einigen Innenministern und Präsidenten von Bund und Ländern, mit auch denjenigen im Bund, etwa in den Untersuchungsausschüssen, die dort tätig waren, um mal zu berichten, wie eigentlich die Reformprozesse zustande gekommen sind, gemeinsam Bund und Länder.
um mal den gleichen Informationsstand zu bekommen. Ich glaube, das wäre ein hilfreiches Gespräch. Insgesamt glaube ich, dass die Motivation nach dem ersten Schock und nach den ersten Zweifeln jetzt umgeschlagen ist in eine große Bereitschaft, daraus zu lernen und zu zeigen, was man kann. Die Partei Die Linke ist nicht mehr Beobachtungsobjekt des Bundesamtes für Verfassungsschutz seit November 2012. Wohl sind es die offen extremistischen Teilorganisationen. Aussagen dazu finden Sie im Verfassungsschutzbericht auf den Seiten 180 fortfolgende.